endlich wieder am Wasser. 2 Wochen sind vergangen seit dem letzten Vlog. Boah, Hammer, oder? Ah, yes! Aber der andere ist noch viel geiler, viel geiler. Ist nicht so, dass ich gar nicht am Wasser war. Ich war ein paar Mal draußen, allerdings war ich untreu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war Schwarzbarschangeln, denn mich hat das so angefixt an dem anderen See, dass ich mehr über diese spannende Angelei erfahren wollte. Unter anderem war ich auch in diesem Gewässer, noch an einem anderen Gewässer hier in der Nähe und an einem richtig großen Stausee vom Boot aus angeln. Da habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich wollte sowieso mehr über das große Gewässer erfahren, über den großen Stausee, aber wusste nicht, wie ist der zugänglich, wie kommt man da ran und so weiter und so fort. Und da habe ich mir ein Schwarzbarsch-Guiding gegönnt und habe mir dann einen Guide genommen und der hat mich mit dem Speedboot über den See geschippert. Ich habe super viel gelernt, habe ein paar schöne Fische gefangen und ich habe auch übers Karpfenangeln dort vieles gelernt, nämlich, dass es quasi nicht stattfindet, dass er vor 20 Jahren da mal einen Fisch mit 15 Kilo gefangen hat. Finde ich schon mal keine schlechte Sache und dass eigentlich da keiner angelt und er eigentlich da auch kein großes Interesse dran hat, weil er nur auf Schwarzbarsch und Wolfsbarsch angelt. Wolfsbarsch natürlich im Meer. Ich weiß nicht, ob das hier mit dem Ton geht, es ist schon wieder irre windig, so ist es halt in Portugal im Sommer. Ich setze mich noch mal kurz ins Auto. Was ist jetzt Phase? Es ist folgendermaßen, ich filme wieder mit dem iPhone. Warum mache ich das? Weil meine Kamera hops gegangen ist. Ich kann keine Speicherkarten mehr in diese Kamera. Also ich kann sie schon reinstecken, aber die Kamera kann sie nicht mehr lesen. So. Und deswegen muss ich jetzt aufs iPhone umsteigen. Das ist ein bisschen doof, weil ich habe eigentlich noch ein kleineres Filmprojekt vor. Jetzt dann auf dem Weg nach Hause. Weg nach Hause? Ja, es geht wieder nach Deutschland. So, und da wollte ich euch auch nur noch mal kurz auf den Stand der Dinge bringen. Portugal war geil und ich bin mega heiß hier noch mehr auf Karpfen zu angeln. Aber es geht schon wieder Richtung Heimat. Planmäßig im Sommer nach Deutschland. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mich noch mal richtig heiß für die Zeit, wenn ich wieder nach Portugal zurückkomme und sammle noch ein paar Gewässerinfos. Und das mache ich jetzt folgendermaßen. Ich stachse jetzt mal um diesen See, um noch einen kleinen See und um einen etwas größeren See, den ich in echt noch nie gesehen habe. An den anderen beiden war ich zumindest schon mal Schwarzbarsch angeln, aber den einen größeren, an dem war ich noch nie. So, und ich möchte mir einen ganz groben Überblick über die Tiefenstrukturen an diesen Gewässern verschaffen. Und ich denke, dass mich das richtig heiß machen wird, dann da auch mal durchstarten zu wollen. Ihr wisst, wie es ist. Die größte Hürde ist immer so der Anfang. Wo soll man anfangen? Und es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele verschiedene Gewässer und dies und das und jenes. Und das möchte ich jetzt schon mal eingrenzen, indem ich mir an 3 bis 4, schauen wir mal, was ich jetzt schaffe über diesen Nachmittag. Erfahrungsgemäß verschätze ich mich ja auch mal mit diesen Sachen. Und da möchte ich mir jetzt jedenfalls einen genaueren Überblick verschaffen, um dann eben, wenn ich wieder hier bin, voll durchstarten zu können. Es wird also wieder mehr ein Location-Vlog, aber mit einigen Eindrücken von verschiedenen Gewässern, von der Umgebung hier. Und ich kann es verstehen, wenn das nicht was für jeden ist. Deswegen sage ich es gleich von Anfang an dazu. Aber diejenigen, die Bock haben auf das hier, auf das Flair hier, auf die Gewässer hier, die sind jetzt herzlich eingeladen, mit mir auf Location zu gehen. Thank you.
Man kann dieses Gewässer wie alles sehen, wie man möchte. Also man kann alles sehen, wie man möchte, so auch dieses Gewässer. Einerseits kann man sagen, es ist nichts Besonderes. Es ist ein kleiner Stausee, wie es wahrscheinlich zigtausende davon in Portugal gibt. Keine Ahnung, jetzt mal irgendeine Zahl in den Raum gestellt. Aber das ist hier so ein kleines Wasserreservoir, das passend zu einer alten, größeren Farm hier angelegt ist. Und es gibt sehr, sehr viele Ruinen mit noch viel kleineren oder auch sogar etwas größeren solcher Stauseen. Und man weiß einfach nicht, was da drin ist. Man weiß es einfach nicht, keine Ahnung. Und das macht es so spannend. Erstens mal, wo fange ich an? Wo lohnt es sich wirklich Zeit und Mühe zu investieren? Was ist da so drin? Da muss man sich voranarbeiten. Entweder hat man da Bock drauf oder nicht. Was sicher ist, man angelt hier nicht auf gigantische Fische. Man angelt hier nicht auf den persönlichen Rekordfisch. Dafür ist Portugal nicht da. Portugal ist für Abenteuer, für Freiheit und fürs Ungewisse. Das heißt, wer nur Zeit ins Angeln investiert, um große Fische zu fangen, der braucht hier auch nicht herkommen. Das lohnt sich nicht. Dessen bin ich mir relativ sicher. Bestimmt gibt es in den größeren alten Stauseen auch den ein oder anderen großen Fisch, aber der wird von so vielen kleinen Fischen umzingelt sein. Da muss man schon auch Nerven haben dafür. Ne? Also man muss wirklich das Angeln lieben, man muss des Angeln wegens hierher kommen und nicht nur des Fangen wegens. Ich werde jetzt diesen See, den ich schon ein paar Mal auf Schwarzbarsch, wie gesagt, beangelt habe, mal ausloten, mal mappen, mir die Tiefenkarte abspeichern, um zu wissen, wie sieht's hier aus, um mir daheim vielleicht Gedanken zu machen, wie greife ich hier das nächste Mal an. Und wenn ich dann wieder hierher komme, dann schaue ich mal, wie es hier aussieht, denn es ist wirklich gerade schon wieder erschreckend, wie krass der Wasserstand in den letzten 4 Wochen hier gefallen ist. Wir erinnern uns an die ersten Location-Vlogs hier aus Portugal. Die Wasserstände waren extrem tief. Dann hatten wir fast 2 Monate Dauerregen mit Lockdown. Danach waren die Wasserstände extrem hoch. Ich konnte wieder raus und war jetzt ja endlich auch mal angeln. Aber jetzt, es ist schon, also die Wasserwankungen sind extrem krass. Und ich glaube, man muss ja auch ein bisschen nach den Seen Ausschau halten, die tief sind, dass sie nicht austrocknen, sonst kannst du es vergessen, dass überhaupt da ein großer Fisch drinne schwimmt. Und zweitens mal würde ich auch nach Seen Ausschau halten, die einen relativ konstanten Wasserstand halten. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Ich hab eine Google Maps Karte mit so vielen Pins schon drauf, mit so vielen wirklich interessanten Gewässern. Ich glaube, wenn ich an jedem dieser Gewässer nur eine Nacht verbringen würde, dann wäre ich, glaube ich, volle 4 Wochen beschäftigt. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel zu entdecken. Aber ja, man kann sich nur vorantasten. Ich gehe jetzt ein bisschen ins Detail. Ich sammle immer ganz gern Daten. Es gibt einen, der sitzt hier lieber und angelt und sagt, dann angle ich lieber für 4 Stunden. Und ich sammle lieber Daten und wäge ab und entscheide mich dann für etwas. Ich investiere meine 2, 3, 4 Stunden, die ich heute habe, lieber so. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Schau mal eine an, was ich hier eben gefunden habe. Eine 1A-Kopie von einem Micron. Das sieht voll aus wie so ein Fuchsbissanzeiger, das Ding. Aber auf jeden Fall ein Bissanzeiger. Und Bissanzeiger benutzen Naturköderangler, würde ich jetzt mal sagen. Meist, wenn sie auf Zypriniden fischen. Und tatsächlich habe ich an diesem See auch schon Karpfen gesehen, super kleine Karpfen, als ich hier eine Runde zum Schwarzbarschangeln gedreht habe. Allerdings waren die super, super, duper klein. Oh, da schwimmt übrigens einer, ich sehe gerade einen. Da schwimmt tatsächlich gerade ein Karpfen. Der war vielleicht so 3, 4 Kilo. Also hier gibt es auf jeden Fall safe Karpfen in diesem kleinen See. Ja.
Ist das zu glauben? Ich bin völlig hin und weg. Ich wusste gar nicht mehr, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Bin einfach mal den Weg lang geheizt. Und dann komme ich wirklich an so einem Zipfel Wasser an. Und der eröffnet sich dann zu diesem wunderschönen Stausee in dieser unfassbar hübschen Schlucht. Wenn man sich so einen See auf der Karte anguckt, dann weiß man ja nie genau, wie hoch liegt der, wie sieht das außenrum genau aus und so weiter und so fort. Und da jetzt so eine Perle vorzufinden, das ist absolut krass. Ich bin jetzt übrigens auf meine andere Kamera umgestiegen, schon am anderen See, weil ich mir dachte, nur Handy ist doof und ich hatte Angst wegen dem Wind. Falls ich also mal nach da hoch gucke, ich habe jetzt hier einen großen Bildschirm, weil die hat kein Klappdisplay, die hat keine Automatiken, da muss man wirklich extrem viel selber machen. Ich will euch nicht mit Details nerven. Die Qualität ist der Hammer, aber die Arbeitsweise ist richtig beschissen. Aber dennoch, alles für die Qualität. Und bevor mir das Licht abhaut, stapfe ich jetzt mal darunter. Was ich jetzt schon gesehen habe, man kommt kaum an den See hin, finde ich grandios. Denn dadurch wird sich der Befischungsdruck in Grenzen halten, beziehungsweise haben die Fische genug Areale, in die sie sich verdrücken können. Besonders auch die Schwarzbarsche, aber auch die Karpfen, falls sie stark beangelt werden sollten. Außerdem ein weiterer Vorteil, es ist hier sowas von windstill, da wir in diesem Tal sind. Es ist unglaublich windstill. Man denkt, es würde überhaupt gar kein Wind wehen. Dabei weht tatsächlich, ja, so richtig Wind da draußen. Habt ihr ja gesehen auf den anderen Seen. Ich hatte echt zu kämpfen mit der Drohne auch. Und das führt natürlich dazu, dass die Oberfläche hier spiegelglatt ist. Ja, also das ist also wirklich ein Traum, der See. Außerdem super nah am Meer gelegen. Man kann die Meerluft riechen und spüren förmlich. Es ist voll geil. Also es ist... Boah, dieses Gewässer packt mich richtig. Ja, ich gucke jetzt mal, als ich da runterstapfe, solange ich noch Licht habe. Ich bin extra nochmal heim, habe mir zum Boot, das ich schon im Auto hatte, noch E-Motor und Batterie geholt, weil ich mir dachte, vielleicht fahre ich den See mal schnell mit dem Boot ab. Aber bis ich das da unten habe, das lohnt sich heute nicht mehr. Da gibt es kein Licht mehr bis dahin. Ja, also, auf geht's. Also dieser See ist wirklich wie... Ich bin jahrelang nach Südfrankreich gefahren und habe auch immer davon geträumt, irgendein Gewässer zu finden, an dem kaum oder nicht geangelt wird. Und dieser See ist so wie das, was ich mir da vorgestellt hätte. Sieht genauso aus wie in Südfrankreich. Schilf an den Ufern. Dieser krasse Geruch, ne? Eukalyptus hier überall und das Meer über den Berg. Die Meeresluft zieht hier so schön runter, kühl. Es ist absolut magisch. Wirklich absolut magisch. Ich werfe jetzt hier mal ein paar Mal das Echolot aus und schau mal, wie tief es ist. Ich habe mit der Drohne schon tatsächlich einen Fisch gesehen und somit ist schon mal sicher, es gibt hier Karpfen, was ich schon mal echt krass geil finde. Das Frustrierende ist ja jetzt eigentlich, dass ich gar nicht mehr angeln werde hier, ne? Weil es geht zurück nach Deutschland übermorgen und es ist wirklich noch großes Packen angesagt bis dahin. Aber genau das wollte ich. Ich wollte mich richtig heiß machen fürs nächste Mal. So richtig, richtig heiß. Ich muss sagen, mein Plan ist aufgegangen, es ist mir gelungen. Vielleicht komme ich dann sogar schneller wieder her. Könnte durchaus tief sein, so wie es hier runter geht. Schauen wir mal. Boah, ist das geil hier. Elf Meter hat es da vorne. Uiuiui. Okay. Überall Fischbewegung. Echt krass. Was mich mal interessieren würde ist, hättet ihr Bock auf so eine Aktion hier ganz grundsätzlich? Ja, es gibt ja schon einige Leute, die Angeltouren machen zum Karpfenangeln oder Workshops oder Guidings. Ich habe sowas noch nicht gemacht, aber ich hätte ganz grundsätzlich mal Bock, mit Leuten fischen zu gehen, ein bisschen was von meinem Wissen weiterzugeben aus erster Hand, vor allem zu erkunden gemeinsam. Und da habe ich mir gedacht, wäre es ja eigentlich eine ziemlich geile Nummer, wenn wir genau sowas hier machen, nur natürlich mit einem größeren Angelfokus hinterher. Also so eine Kombination aus diesem Vlog hier und den paar Vlogs davor, in denen ich natürlich richtig angeln war, plus Gewässer erkunden und so weiter und so fort. Ich denke, man kann verschiedene Sachen machen. Ich kann euch jederzeit anbieten, dass wir an den See mit den Fullies fahren, an dem ich in den letzten Vlogs war, dass wir gemeinsam den Koi jagen und solche Sachen oder eben ganz neue Gewässer entdecken, an manche Gewässer vielleicht gar nicht hinkommen oder Gewässer befischen, in denen es dann am Ende gar keinen Karpfen gibt. Eine Kombination aus alledem oder nur Teile davon, je nachdem, wie ihr gerade lustig seid und wie ihr gerade Bock habt. Also so eine komplett individuelle Geschichte. Nicht so 0815 hier an diesem See angeln und fertig, sondern ja,
so ein bisschen eine individuelle Geschichte. Wir könnten zusammen surfen gehen, wir könnten ein bisschen auf Schwarzbarsch angeln, wir könnten aber auch nur Karpfen angeln, wir könnten Seehopping machen, verschiedene Gewässer beangeln, wir können auch nur an einem See bleiben. Aber das Ganze eben hier unten in Portugal. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das mache und ob ich dafür die Zeit finde. Ganz grundsätzlich ist das so ein Gedanke, der mich in letzter Zeit so ein bisschen verfolgt. Also es ist schon so eine Intuition, dass ich da echt Bock drauf habe. Ja, ich richte mal eine E-Mail-Adresse ein und dann könnt ihr mir einfach mal schreiben, ob ihr grundsätzlich dafür Interesse hättet. Und dann schauen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Ein paar Seen habe ich natürlich schon in der Hinterhand. Da weiß ich jetzt schon genau, wie man hinkommt, wie die Strukturen ungefähr aussehen und wie ich dort angeln würde. Und viele, viele, viele weitere Seen habe ich noch angepinnt und darüber schon ein bisschen recherchiert und mich ausgetauscht mit ein paar wenigen Karpfenanglern, die es hier in Portugal gibt, die alle sehr, sehr hilfsbereit sind und sich freuen, dass ich hier bin und auch super gespannt sind, was ich hier so treiben und fangen werde. Das ist wirklich sehr, sehr kameradschaftlich hier, weil es halt in einem sehr kleinen Rahmen ist. Das ist echt cool. Ja, keine Ahnung. Ich richte diese E-Mail-Adresse ein, schreibe mir einfach mal und dann überlege ich mal, wie die ganze Geschichte weitergeht. Also es ist sehr schön, das hier alleine zu machen, aber ich kann mir auch echt vorstellen, das zu teilen mit anderen Leuten. Und hier steigt man niemanden auf die Füße. Hier ist kein Mensch. Ich habe ja diesen ganzen Feldweg keinen Menschen gesehen. Seit ich hier bin, ist keiner vorbeigekommen. Das ist echt, das ist ein Paradies. Also für mich ist das das absolute Paradies. Echt krass. Also ich kann es nicht glauben, wie spiegelglatt dieser See ist. Ich habe seit Monaten, glaube ich, nicht so ein spiegelglattes Wasser gesehen, weil irgendein Lüftchen weht hier immer in Portugal. Aber hier bist du wirklich komplett in einer anderen Welt. Das ist eine komplett eigene Dimension hier. Richtig geil, dass ich den See jetzt noch entdeckt habe zum Abschluss. Hammermäßig. Ja, wie geil ist das denn? Da hat sich einen Schwimmsteg gebaut oder ein Floß auf Fässern. Das ist hier angebunden. Und ja, das liegt hier halt einfach mit selbstgebauten Rudern. Richtig, richtig geil. Ich konnte es jetzt nicht lassen. Ich gehe nochmal an einer anderen Stelle zum Loten runter. Boah, ich habe mich so in diesen See verliebt. Der ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Ich muss schon überlegen, ob ich irgendwie doch nochmal hier fischen komme. Vielleicht kann ich es irgendwie noch deichseln. Keine Ahnung. So. Das Licht haut mir ab, es ist schon so gut wie stockfinster. Ich mache noch ein paar Würfe, nur mal zu wissen, wie es hier so aussieht unter Wasser, so circa. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an diesem Tag wie ich. Ciao. Mit dir zusammen hier. Wie geil ist das? Fuffi-Team. Team Fuffi, Alter. Die Fuffi Brothers. Alter. Yes. So geil. Also, danke.